Das nächste Video, das wir schauen, ist von TJ Tim Jacken. Katja zerstört Dieter Bohlen. Auf geht's. Hallo, heute geht's um einen District, den Katja gegen Dieter Bohlen rausgebracht. Diesen Ausschnitt von diesem District habe ich schon gesehen. Ich glaube, das war, also, was heißt District? Ich glaube, das war einfach nur so ein kurzes Diss-TikTok. Hallo, heute geht's um einen District, den Katja gegen Dieter Bohlen rausgebracht hat. Einer der größten YouTuber weltweit wird Vater, Ron Bilecki. Habe ich auch mitbekommen. PewDiePie, richtiger Ehrenmann, der lebt in Japan und gönnt sich sein Life. Ich wünsche dem auch das, nur das Beste auf jeden Fall. Also ich finde es cool, dass die jetzt den Dream liven. Die muss vielleicht eine 500.000 Euro Strafe zahlen. Und Gnu hat ein sehr, sehr nices Video gegen ziemlich eklige Menschen aus dem... Wir werden öffentlich und alle schauen zu, okay. Internet hochgeladen. Wilde Woche gewesen, aber jetzt halt erstmal, wie immer... Let go! The thing goes... Katja Krasavice rechnet mit Dieter Bohlen ab. Sie hat einen Mini-Diss-Track gegen ihn gemacht. Sie hat einen Exposed, ich leake auch Chats mit Dieter Bohlen Video gegen ihn gemacht und hört dazu auch einfach nicht auf, gegen ihn zu shooten. Aber was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Wie in der vorletzten Wochenshow schon besprochen, hat Dieter Bohlen in der jetzigen DSDS-Staffel, ich sag mal, nicht so geile Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe. Ich glaube, ich habe irgendein Video drauf reacted, irgendwas mit DSDS. Bei wem war denn das? Also, ich weiß, Dieter Bohlen hat irgendeine richtig niedergemacht. Und irgendwie, ich glaube, deswegen gibt es ein Beef mit Katja, aber gönnen wir uns über die Zusammenfassung, das macht irgendwie mehr Sinn. Sprüche gegen eine Kandidatin gedroppt. Da hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen. Also die Kandidatin heißt Jill Lange und war halt eben nach Ausstrahlung von diesen dummen Sprüchen ja, schon sichtlich niedergeschlagen. Und das ganze Ding wurde halt medial, ja, man muss so sagen, komplett ausgeschlachtet. Der menschgewordene Gausche Weichzeichner hat danach halt auch eben Interviews über diese Situation gegeben und hat halt bis heute nicht eingesehen, dort halt irgendwas falsch gemacht zu haben. Und seitdem haben halt eben Katja und Dieter Beef. Und da Katja, obwohl sie halt immer noch in der Jury neben Dieter Bohlen sitzt, einfach auf alles scheißt und auch einfach alles liegt, wird dieser Beef auch echt interessant, muss man sagen. Aber was hat sie gemacht? Begonnen hat sie mit einem kleinen Mini-Diss-Track gegen Dieter, wo sogar actually ein, zwei gute Zeilen drin sind. Ja, du trägst dein Slut-Shaming wieder mal vor wie gewohnt. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion, boy. Aber was halt eben viel mehr... Junge, was geht eigentlich bei Katja ab? Also bei ihr habe ich mitbekommen, die ist jetzt richtig krass Musikbusiness unterwegs. Ne? Also ich höre die Lieder von ihr nicht, aber ich habe mitbekommen, dass sie schon einige Lieder rausgehauen hat und einige Musikvideos. Bei einem Musikvideo, das war ja eine Kritik mit diesen Hasen, die angemalt waren oder gefärbt waren, was nicht so geil war für die Hasen scheinbar, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, krass, ne? Also damals YouTuberin, ich weiß nicht, ob sie vorher irgendwas gemacht hat. Und jetzt einfach Rapperin. Gepuncht hat. Und bei DSDS. Ist dieses Exposed, ich leake Sachen über Dieter Bohlen Video, was sie danach sogar noch auf TikTok gedroppt hat. Hier mal ein, zwei Aussagen von dem Video. Du hast ja in dem Interview, wo du gegen mich gesprochen hast, gesagt, wie scheiße du mich findest. Okay, ich sitze da als Juror und im RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde. Also du findest mich ja richtig schrecklich. Leute, ich habe hier einen Screenshot. Ich zeige euch einfach mal, wie Dieter Bohlen eigentlich so drauf ist, wenn er jemanden scheiße findet. Und auf dem Screenshot sieht man halt eben, wie Dieter halt so richtig ordentlich Katjas Arsch bläst. Er schrieb nicht unter anderem, Hallo Katja. Oh mein Gott, was ist das? Mit vier Herzchen, okay, das kann nur gut werden. Toll gesungen. Mega geil. Mega. Wenn wir alles geben, wird das eine Eins. Hast du gut gemacht, Schatzi. Uff. Möchte gern auf dem... Junge, hast du gut gemacht, Schatzi. Möchte gern auf dem Cover sein. Herz-Emoji, 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 Herz-Emoji. Möchte gern auf dem Cover sein. Okay. Cover sein, Punkt, Punkt, Punkt. Herzchen, 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 Dieter Bohlen. Also das ist ja ein, also weiß ich nicht. Also für mich persönlich ist das ein Hardcore-Random-Take. So, erstmal so hier richtig schöne Komplimente reinballern. Toll gesungen, mega geil. Alles gegeben. Es wird eine Eins, dann random reinstreuen. Achso, nee, nochmal ein Kompliment. Dann random reinstreuen. Möchte gerne auf dem Cover sein. So, what? Und dann liebe Grüße, Dieter Bohlen, aber erstmal nochmal ummanteln mit vier Herz-Emojis. Und wenn ich ehrlich bin, klingt die Nachricht einfach nur fett danach, dass Dieter einfach nur ein schmutziger Opportunist ist, der einfach nur in jeden Arsch reinkriecht, wenn er halt dort irgendwas bekommen kann. Ja, klar.
Dieter, der geldliebende Sexist. Vor allem, um was geht es? Um irgendwie von Katja vermutlich. Warum will er da auf dem Cover sein? Was bringt das? Das Weirdeste. Mich dazu auch, dass Dieter dann noch in Interviews gesagt hat, ja, nö, ich habe gar nicht die Nummer von Katja, ich will die auch gar nicht, ich bin auch gar nicht so dumm, ihr meine Nummer zu geben, dies, das, aber schreibt mit ihr dann auf WhatsApp. Katja sagt dazu übrigens Folgendes. Und du sagst im Interview, dass du nicht so dumm warst, mir deine Nummer zu geben. Also wir haben ja überhaupt keinen Kontakt, also ich habe, die hat auch, glaube ich, nicht meine Telefonnummer, also ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben. Und du hast ja eigentlich recht. Dieter, wirklich, das stimmt. Du hast mir deine Nummer nicht gegeben. Du hast einfach intern rumgefragt nach meiner Nummer und sie dir einfach so irgendwo geholt und mir... Junge, was? ...dann bei WhatsApp geschrieben, so war es nämlich. Und Leute, man sieht ja auch in den Chats, dass ich sehr respektvoll gewesen bin, so. Warum auch nicht, wenn jemand mir mit Respekt gegenüberkommt? Wieso lügst du in der Öffentlichkeit? Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich zu sein? Ist das nicht alles, wofür du stehst? Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Plastikkörper echter als du. Sehr wild von ihm. Übrigens. Harte Punches auf jeden Fall. Das hier ist die Aufnahme, als Dieter Katja quasi als neue DSDS-Jurorin angekündigt hat. Dort sieht man auch nochmal, wie doll scheiße er sie angeblich findet. Geile Nachrichten sind, Katja ist dabei. Katja ist die vierte Jurorin. Ich freue mich. Aber was halt ich von der ganzen... Was ist das? Junge. Dieses DSDS, ne? Das ist so ein Fiebertraum. Und dieses ganze, also dieses Showbiz darum, übel weird. Aktion. Ich muss Retalk sagen, ich finde es sehr, sehr krass und sehr, sehr nice von Katja, was sie da macht. Vor allem muss man ja mit einbeziehen, dass diese DSDS-Aufzeichnung noch lange. Ja, schon strong. Also, dass sie da öffentlich Stellung bezieht, finde ich persönlich auch strong. Nicht vorbei sind und die halt, glaube ich, wirklich noch Monate nebeneinander sitzen müssen. Und dass sie dort jetzt quasi ihren Platz riskiert. Einfach um für ihre Werte einzustehen, finde ich auf jeden Fall eine sehr nice Sache und wirklich strong von ihr. Aber was halt ihr von der Aktion? Findet ihr das nice, was Katja macht? Oder sagt ihr, nee, das ist schon wieder... Ja, also generell so Chatverläufe leaken und so weiter, ist halt immer so eine Frage, ob das fit geht oder nicht. Es war jetzt nichts Schlimmes in diesen Chatverläufen, deswegen, ich finde, es geht schon in Ordnung. Da wurde jetzt nichts Krasses geleakt, außer dass er halt anscheinend gerne Herz-Emojis Katja schickt, aber ja. Ein bisschen zu dolle. Deswegen schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Thema. PewDiePie und Marcia werden Eltern. Der ehemalige größte YouTuber der Welt hat ein Video hochgeladen, wo er uns erzählt, dass er... PewDiePie, auch einer meiner Lieblings-YouTuber, muss ich sagen. Letzter Zeit weniger reingeschaut, aber würde ich sagen, ist es so einer der YouTuber, die ich mit am längsten verfolge. Jetzt bald Vater wird. I've been keeping a secret from you guys. And that is... I'm gonna be a dad. We found out that Marcia is pregnant first in November and I'm just so thankful everything's been going well so far. Junge, also wirklich, ich gönn's denen. Ich wünsch denen ein schönes Leben und vor allem in Japan, Alter. Schon ein bisschen jelly. Dazu sagen die beiden noch, dass sie sich echt ready fühlen und extrem Bock auf ihr Kind haben. I'm gonna be a dad. I'm so excited. It's kind of strange to me. It's entering new territory, but... I feel really ready, and so does Marcia. Und was ich auch sehr wichtig finde, PewDiePie betont in dem Video wirklich doll, dass er wirklich sein Bestmögliches probiert, um der bestmögliche Vater für sein Kind zu sein. But I promise to help along the way and be the best dad I can possibly be. I can't wait to meet this kid. Ey, das Video ist wirklich zuckersüß, ist natürlich auch unten verlinkt. Und es gab auch einen Kommentar, den ich wirklich sehr, sehr wild fand, weil ein User hat nämlich geschrieben, It's official, boys. We aren't bros anymore, we are uncles. Congratulations, Felix and Marcia. Wirklich, 10 out of 10 Kommentar. Und auch wenn die beiden das hier niemals sehen werden, gratis, Felix, e complimenti, Marcia, to your child. And next, get over to the next news. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Du sprichst gar kein native British English. Bruder, wen juckt das? Ich freue mich. Ron Bielecki soll 480.000... Das habe ich auch mitbekommen. Da habe ich, wem war das? Kaiser, ja, von Kaiser was. Habe ich auch im Video reacted. Schaut da auch gerne rein, wenn es euch interessiert. Euro Strafe zahlen. Also, zumindest will das die Staatsanwaltschaft von ihm. Die Pisse. Deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Aber okay, was ist passiert und warum soll Ron jetzt fast eine halbe Million Euro Strafe zahlen? Ron streamt ja das Öfteren auf Twitch. Und was streamt er da?
Slots. Fresh. Und nicht nur das, er hat scheinbar schon aktiv Werbung für Online-Casinos gemacht, auf denen man das auch zocken kann. Und das ist halt leider nicht erlaubt. Und man leider, also ich finde es ganz gut, dass es nicht erlaubt ist. Findet ihn vor allen Dingen im Online-Casino-Steak, wenn man das so sagen will. Und dort hat er eben schon tausende Euro verspielt, aber auch gewonnen. Es ist zwar so, dass er dann seine Videos immer mit den Worten Anzeige oder Werbung getaggt hat, aber es ist nun mal ein illegales Glücksspiel, was da stattfindet. Und insofern bringt es auch nichts, das mit Werbung oder Anzeige überzuzeichnen, denn naja, illegale Glücksspiele dürft ihr eben nicht spielen. Oh naja, weil das halt eben illegal ist, soll Ron jetzt halt eben laut Staatsanwaltschaft 480.000 Euro Strafe zahlen. Hohe Strafe für... Ja, ganz schönes Sümmchen. YouTuber Ron Bilecki, 480.000 Euro soll er zahlen, weil er regelmäßig bei Online-Casino-Spielen dabei war. Das bestätigt nur meine Rechtsauffassung, die ich hier schon vor einigen Monaten geäußert habe. Da wurden die Ermittlungen bekannt und jetzt ist der Strafbefehl ganz aktuell rausgekommen. Und das Krasse an der Sache ist, diese Strafe wäre halt übertrieben vermeidbar gewesen, weil die Staatsanwaltschaft hat Ron schon vor einer gewissen Zeit gesagt, yo Bro, hör mal bitte auf, Slots auf Twitch zu streamen, beziehungsweise... Ach so, okay, daran kann ich mich nicht erinnern, dass sie ihn schon vorgewarnt haben und er dann, es ihn dann wohl nicht gejuckt hat und jetzt deswegen die Strafe drin ist. Also diese illegalen Casino-Seiten auf Twitch zu streamen und vor allem sie zu bewerben, weil das ist halt eben illegal. Aber hat er, nachdem es angedroht wurde, aufgehört? Nö. Vom Oktober 2021 bis Mai 2022 hat er stolze 51 Mal am illegalen Glücksspiel im Online-Casino teilgenommen. Und bei 37 Mal davon hat er auch noch Werbung gemacht. Das übrigens noch krassere ist übrigens, dass die Strafen für Werbung für illegales Glücksspiel machen echt hart sind. Man kann halt wirklich in den Knast dafür gehen, theoretisch. Unerlaubtes Glücksspiel. Und hier kann man sagen, wer für ein öffentliches Glücksspiel wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also richtig, Knast steht dafür auf dem Programm. Ist auf jeden Fall ein wilder Move. Vor allem, weil man damit ja auch, ich sag mal, nicht gerade wenig die Staatsanwaltschaft provoziert. Aber wie kommt es jetzt zu diesen 480.000 Euro? Und was ist dieser Strafbefehl, den Rom da überhaupt bekommen hat? Diese 480.000 Euro sind halt eben ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Die kann er zahlen und danach wäre der Fall einfach durch. Also die Staatsanwaltschaft würde nicht weiter ermitteln, das Ding wäre durch. Also das Geld, das pisst er doch, oder? Er kann jetzt aber halt auch eben... Das ist so ein ausgelutschtes Gammel-Meme, ne? ...rufen gehen und dann würdest du zu einer sogenannten Hauptversammlung kommen, wo er dann auch angehört wird. Danach kann die Strafe theoretisch milder ausfallen oder theoretisch gar keine Strafe anfallen. Sie kann aber halt auch eben höher anfallen und es könnte sogar zu einer Freiheitsstrafe in der Theorie kommen. Dazu ist es gerade noch wild, wo halt eben diese 480.000 Euro Strafe herkommen, weil das ist ja schon keine kleine Summe, ne? Diese 480.000 sind halt eben 120 Tagessätze, die Ron bezahlen soll. Ein Tagessatz ist so viel, wie die Staatsanwaltschaft eben glaubt, dass du pro Tag verdienst. Also halt eben 4.000 am Tag, was ja echt nicht wenig Geld ist. Eine gute Summe auf jeden Fall. Aber wo kommt diese Schätzung eigentlich her? Und jetzt fängt es wirklich an, sehr wild zu werden. Weil Ron hat scheinbar mal in einem Vlog auf der Venusmesse, also dieser Erotikmesse, gesagt, wie viel er im Jahr verdient. Und aus diesem Video hat halt eben die Staatsanwaltschaft dann diese... Vor allem, die haben so ein Venusmesse-Video geschaut und da herausgefiltert, wie viel die verdient. Junge. 4.000. Also ich wusste nicht, ob das schon erwähnt wurde. Also mir war nicht bis jetzt gerade nicht bewusst, dass es so ein Video war. Aber es ist ja richtig wild, dass die Staatsanwaltschaft, dass sich das richtig reingezogen hat. Pro Tag berechnet. Also diejenigen, die die Strafanzeige da ausgestellt haben. Aus irgendeinem random Video von seinem Kanal. Er kann da auch theoretisch komplette Scheiße gelabert haben. Aber das ist tatsächlich der Grund, wie sich halt eben diese Strafe zusammensetzt. Weißt du wieso? Weil ich im Monat 300.000 Euro verdiene. Und wie reagiert jetzt Ron eben auf diese krasse Strafe? Stimmt, er kann froh sein, dass sie nicht diese Aussage genommen haben. Junge, wenn er sagt, im Monat 300.000. Weil ich im Monat 300.000 Euro verdiene. Alter, dann müsste er über 1 Million zahlen. Und wie reagiert jetzt Ron eben auf diese krasse Strafe? Naja, gar nicht. Also actually hat er heute sogar noch, also wo ich es aufnehme, eine Story hochgeladen. Hey, kommt heute alle wieder in meinen Stream. Wir zocken eine Runde Slots. For real. Junge, also das ist doch so. Null.
Ich bin mal sehr gespannt, wie der ganze Bums ausgehen wird. Ich halte euch hier natürlich auch auf dem Laufenden, deswegen abonniert gerne rein, falls ihr nicht verpassen wollt. Aber jetzt geht es erstmal weiter zum nächsten Thema. Die liebe Gnu hat zusammen mit Alpha Kevin, Just Nero, Alicia Joe, dem Parabelritter und einer Hektivistin ein... Alter, was ist das für ein Cast hier? Okay, habe ich irgendwie, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen. Und einer Hektivistin ein sehr, sehr gutes und wichtiges Video hochgeladen. Und zwar ein Video wie sie und sehr viele... Habe ich das mitbekommen? Ich glaube nicht, oder? Vor allem weibliche Influencerinnen im Internet komplett missbraucht werden. Aber was da los? Was ist passiert? What? In bestimmten Foren, vor allem Reddit, werden so ungefähr alle weibliche Influencerinnen ab einer bestimmten Größe einfach komplett gegen ihren Willen sexualisiert, ohne dass diese das irgendwie auch nur triggern oder irgendwas dafür können. Also es werden halt irgendwelche hotten Fotos von Influencern hochgeladen, damit halt irgendwelche Dudes ihre... Gnu ist so hot. Alter, was sind das denn für Kommentare? Fantasien drunter schreiben können. Richtig belastend. Es gibt Cum-Tributes für bestimmte Influencerinnen. Was das jetzt genau ist, erkläre ich mal besser nicht. Es werden deren Gesichter auf Pornosteller drauf gefotoshoppt. Und das alles hat einfach nur für die Fantasie... Boah, ungelogen. Leichte Cringe-Gänsehaut bekommen gerade. Irgendwelchen random Ekel-Dudes. Und dabei ist es auch komplett egal, was für Content diese Influencerinnen machen, was sie anziehen oder whatever. Es ist halt wirklich egal. Es passiert so oder so. Denn wie ihr hier in meinem Livestream sehen könnt, wird einfach jede Bewegung abgeklippt, fotografiert und direkt hochgeladen. Um das Ganze dann in Reddit-Foren massiv zu sexualisieren und für seine eigenen Zwecke öffentlich zu machen. Junge, haben die Leute nichts zu tun? Also wirklich? Dann machen die da extra Screenshots von irgendwelchen komplett random normalen Ausschnitten? Es braucht selbst 2 Sekunden reichen also aus für die perfekte Vorlage. Nachdem diese Clips allerdings auch weiter von mir gemacht worden sind, selbst als ich weite Kleidung getragen habe in meinen Streams, denn hey, man kann ja auch einfach das Gesicht ausschneiden und es auf den nackten Alter. Körper photoshoppen, oder man sexualisiert einfach gewisse Mimiken, die man macht, habe ich für mich persönlich kapituliert. Wirklich, es ist komplett egal, was diese Influencerinnen da machen. Deren Content wird geklippt, gescreenshottet und dann halt eben missbräuchlich verwendet. Junge, ist ja übel krass, das ist so eskaliert. Halt egal, was die Frauen tragen. Es ist wortwörtlich egal. Diese Idiotenzweckentfremden ist so oder so für ihre Perversion. Bestes Beispiel dafür ist Jasmin. Sie ist ganz normal angezogen, was derart von Müll in den Kommentarsektionen eigentlich nicht zulassen sollte. Und dennoch könnt ihr euch in ungefähr ausmalen, wie Reddit-Threads über Katja aussehen. Und das super krass an der Sache ist, dass diese Leute halt nicht mal Halt vor minderjährigen Influencern. Boah, ich weiß gar nicht wissen, Mann. Ich glaube, es ist so eklig. Influencerin machen. Julia hat zum Beispiel mal davon gesprochen, dass sie mit 17 auf so eine Seite mal gestoßen ist, dass es da irgendwie so Sachen von ihr gab. Und ja, es sie einfach nur komplett angeekelt und angewidert hat, aber sie hat auch eben nicht wusste, was sie dagegen tun soll. Oder sowas wird halt aktuell immer noch mit einer Phoebe gemacht. I mean, die ist halt gerade 17. Was ebenfalls super schockierend war, sind Bilder zur Streamerin Phoebe, die gerade einmal 16 Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Ich möchte jetzt auch gar nicht allzu persönlich auf sie eingehen, weil das ein sehr sensibles Thema ist. Jedoch zeigt auch dieser Fall nochmal eine besondere Relevanz. So gibt es nämlich nicht nur bei Reddit, sondern auch bei Telegram-Gruppen, bei denen sie schon mit 14 bis 15 Jahren komplett sexualisiert wurde. Rapu. Einfach nur ekelhafte Menschen. Aber es wird sogar noch heftiger. Alpha Kevin hat herausgefunden, dass diese Bilder und Videos teilweise sogar noch verkauft werden. Also, dass Leute wirklich ein Businessmodell aus gefotoshoppten oder Alter, irgendwie manche Leute machen alles lieber, außer zu arbeiten, oder? Die fakten Sachen. Es ist so traurig. Machen. Und eine Person wollte sogar mit Fake-Videos von Phoebe Geld verdienen. Das waren, by the way, Deepfake-Videos. Ich musste mir den ganzen Scheiß angucken und ganz ehrlich, das ist einfach nur traurig. Wirklich, das ist so eklig und so dreist, ne? Rapu an jeden, der das macht. Und wer hätte es erwartet, das sowas zu machen, ist natürlich nicht legal. Und die Strafe, die euch erwartet, wenn ihr sowas machen solltet, ist auch tatsächlich gar nicht so klein. Welche Paragraphen man genau heranzieht, ist immer so ein bisschen... Es ist ja einfach ein Übervideo gewesen scheinbar, wenn da jeder Influencer drin war. Auslegung. Also, das ist jeder Influencer, aber viele Meinungsblogger auf jeden Fall. Und Sache und vermutlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Ein möglicher ist zum Beispiel Paragraph 187 Strafgesetzbuch, die Verleumdung. Hier geht es nämlich um falsche Tatsachenbehauptungen, um jemand anderen herabzuwürdigen. Denn wenn ich Fake-Pornos produziere, behaupte ich ja quasi fälschlicherweise, dass die Person, um die es geht,
Pornos gedreht hat. Würde man so vor Gericht durchkommen, könnte der Täter sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden. Und ganz ehrlich, maybe klingt das jetzt ein bisschen hart, was ich hier sage, aber wirklich jemand, der so gediebfaked oder gefotoshoppte Daten wirklich sogar von Minderjährigen ins Internet postet, ich bin echt der Überzeugung und der Meinung, dass diese Person wirklich mal ein halbes Jahr von der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollte. Einfach mal, um drüber nachzudenken, was sie da gerade getan hat. Weil allein so einen Gedanken zu haben, sowas tun zu wollen, ist ein bisschen krank, muss ich ehrlich sagen. Das Problem an der ganzen Thematik, um dagegen halt eben vorzugehen. Ja, irgendwie ist es schon echt. Weiß ich nicht, was das passende Wort dafür ist. Es ist krank. Ich hätte wahrscheinlich eine andere Antwort genommen, aber ich weiß jetzt nicht, welches. Also es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, gar nicht in Ordnung. War halt nur sehr lange, dass es halt eben sehr schwer ist, die echte Person dahinter herauszufinden. Doch Knu hat es sich jetzt eben zur Aufgabe gemacht, diese Person halt eben zu leaken und halt auch gegen sie vorzugehen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es satt, diese öffentliche Erniedrigung von so vielen meiner Kolleginnen immer und immer wieder sehen zu müssen. Und so hat sich Knu halt eben mit der Hacktivistin Nella zusammengetan und die hat halt eben zusammen mit Alpha Kevin wirklich ein paar Identitäten der Leute rausgefunden. Und dabei, Alter, fand ich halt einen Fall besonders krass, weil einer, der so einen Müll macht, ist halt wirklich angehender Sport- und Philosophielehrer. Als ich ihn dann privat kontaktiert... Was? Also ich hoffe, das war nicht einer von den Leuten, die dann von den Minderjährigen die Videos verschickt haben. Also das wäre richtig, richtig hardcore krass, wirklich. Einfach herauszufinden, wer so dahinter steckt, schrieb er mir, dass er... Junge. Das ist halt wirklich der, also wenn es dieselben Chatverläufe, das ist dieselbes Profilbild hier zumindest, das ist der von scheinbar, also wenn ich es richtig verstanden habe, von Phoebe die Videos hergestellt oder verkauft hat zumindest. Und der, und Phoebe ist ja nicht volljährig, und der ist angehender Lehrer. Bruder, nein, einfach nein. 25 Jahre alt sei, dass er in Köln studiert und jetzt kommt's, er studiert Philosophie und Sport auf Lehramt. Also ein 25-Jähriger. Ob er in dem Bereich arbeiten sollte, weiß ich nicht. Also wage ich sehr stark zu bezweifeln. Zukünftiger Lehrer teilt Bilder, bei denen er auf jüngere Streamerinnen kommt und veröffentlicht dann noch diese Inhalte und möchte wirklich diesen Beruf ausüben. Das ist wirklich unfassbar krank. Und es macht mich enorm fassungslos. Vor allem mit dem ganzen Kontext, ne? Das triggert mich gerade auch richtig krass. Als ich Nella um Hilfe bat, um etwas über diese Person herauszubekommen, teilte sie mir dann seinen Facebook- und auch Telegram-Account. Und wenn er jetzt Pech hat, dann wird genau dieser Fall zur Anzeige gebracht. Und er wird eventuell, im schlimmsten Fall, sein Studium los. An der Stelle wirklich schon mal viel Spaß mit den Konsequenzen. Ja, Digga, chilliger Lehrer auf jeden Fall. Vor allem wirklich diese Kombi Sport- und Philosophielehrer bei jemandem, der so eine kranke Scheiße macht. Nee, das ist nicht okay. Das ist echt nicht okay, gar nicht. Aber was kann man jetzt halt eben als normaler Dude gegen sowas machen, wenn man jetzt halt eben nicht die krasse Hacker- oder Online-Erfahrung hat? Naja, eigentlich im Prinzip genau das, was Gnu hier sagt. Auch euch als Community bitte ich, wenn ihr solche Reddit-Foren führt und die nett meint und nur Bilder postet und ihr seht, Leute posten dort Schweinskrams, meldet diese Menschen und haltet euer Reddit-Forum clean. Außerdem solltet ihr, wenn ihr auf solche Dinge stoßt, sie bitte melden oder an die Managements oder die Creator selbst schicken. Außerdem möchte ich euch auch bitten, jetzt nicht... Also, ich finde das Video, so was ich zumindest davon gesehen habe, sehr gut von Gnu. Diese eine Aussage, weiß ich nicht, ob ich die komplett unterschreiben würde. Also... Oder die Creator selbst. Das an die Creator selbst zu schicken. Also, ich kann mir vorstellen, dass Leute, also so Creator, die davon stark betroffen sind. Also es gibt bestimmt Creator, die wollen das haben, um dann dagegen vorzugehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Und imagine, du bist einfach dann auf Instagram oder keine Ahnung wo und dann schicken die ganze Zeit irgendwelche Leute diesen Content, ne, von irgendwelchen Schmuddelpages. Ob ich das wollen würde, weiß ich nicht. Nee, also wenn, dann bitte lieber an mein Management, wenn ich eins hätte. Ich bin so unbedeutend, dass ich das ganz hätte. Aber wenn ich jetzt davon betroffen wäre,
Also ich würde das nicht ständig sehen wollen. Also wenn, dann bitte an irgendeinen Anwalt oder so, der das dann für mich klärt, Alter. Junge, nee, Mann. Schicken. Außerdem möchte ich euch auch bitten, jetzt nicht danach zu suchen, gerade auch wenn ihr jünger seid. Überlasst das einfach mal der lieben Nella. Die regelt das schon. Und natürlich das Effektivste, was jeder machen sollte, ist einfach so einen Scheiß sich machen. Weil ganz for real, stell dir mal vor, du bist jemand, der sowas macht und die Aktivistin Nella findet deine Wohnadresse und dein Haustelefon raus und dann wird halt eben deine Mutti angerufen. Und dann musst du ein Gespräch mit deiner Mutti führen, warum du halt eben Bilder und Videos hochlässt, wie du auf irgendwelche Influencerinnen wirst. Ich sag mal so, wird ein unangenehmes Gespräch. Das ganze Video von Gnu ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zieht's euch gerne rein. Dort im Video ging es natürlich auch noch um weitere Themen, die Stars. Ich habe natürlich jetzt nur kurz einmal hier zusammengefasst. Und ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt alles bei rumkommen wird, wer da alles so geleakt wird. Und ja, Abfahrt weiter zum nächsten Thema. Aber schaut wirklich das Video an. Ist ein gutes Video geworden. So, das war's schon wieder mit der Wochenshow. Gutes Video von TJ. Lasst ihm gerne kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre sehr ehre.